So, heute nun das chinesische Horoskop für den Hasen. Der Hase steht an der vierten Stelle im chinesischen Horoskop. Er ist sanftmütig, ruhig, elegant, freundlich und geduldig, aber auch verantwortungsvoll. Er hat einen absolut liebenswürdigen Charakter. Und die im Zeichen des Hasen geborenen Männer sind zu ihrem Umfeld immer höflich und erscheinen aufrichtig und glaubwürdig. Mit Ärger gehen sie friedlich um. Und die Frauen, die Hasenfrauen, sind freundlich und haben ein reines Herz. Wird der Hase mit Problematiken und Schwierigkeiten konfrontiert, sucht er nach einer guten Lösung, um das Problem mühelos lösen zu können. Er hat ein kreatives Talent, was von der Malerei bis zum Kochen, Schneidern und mehr reicht. Mit ihrem Temperament haben sie die Fähigkeit, auch auf Wünsche anderer einzugehen. Ungern gibt der Hase sein Inneres preis, wodurch er gern der Realität entflieht. Dadurch verpasst er manchmal seine Chancen, weil er zu konservativ und vorsichtig ist. Wir beginnen mit der Liebe und Partnerschaft. Der Hase ist ein Mensch, mit dem man sehr gut auskommen kann. Er besitzt Familiensinn, allerdings nimmt er es mit der Treue nicht so genau und liebt gelegentlich die Abenteuer. So braucht er körperliche Liebe, um sich in einer Beziehung wohlzufühlen. Der Hase bemüht sich, mit seinen Lieben in Harmonie zu leben, und zwar in zärtlichen, romantischen Stunden. Man muss ihm die Liebe immer wieder aufs Neue unter Beweis stellen. Nun Karriere und Beruf. Der Hase ist gutmütig und hat durch seine gute Bildung und erlerntes Wissen sehr gute Möglichkeiten, Karriere zu machen. Doch er muss sich bewusst sein, dass er nicht auf halbem Weg stehen bleiben darf und muss sich bemühen, nicht aufzugeben. Hasegeborene eignen sich für eine Karriere im Agrarbereich, Erziehungswesen, Medizin und Gesundheit, Politik und Rechtswissenschaft. Zur Gesundheit. Hasen haben im Allgemeinen eine gute Konstitution, auch in den Monaten des Winters und des Frühlings. Doch ein wenig Sport treiben, um Erkältungen vorzubeugen und sich richtig zu ernähren, wäre von Vorteil. In den sogenannten trockenen Monaten muss er unbedingt mehr Wasser trinken, was gut für sein Fitness ist. Auch gute Pflege für die Haut ist zu beachten, genauso wie ausreichende Gymnastik, um Stress und Anspannungen zu bewältigen. Das nächste Tierkreiszeichen ist der Drache. Alles Liebe bis dahin, eure Deria.